Geschmorter Tintenfisch. 4 Portionen. 2L Reisweinessig. 3L Sojasanke. 1/2TL Zucker. 1L Erdnussöl. 500 Gramm tiefgekühlte Tintenfischringe. 1L Öl. Schnitt Knoblauch zum Bestreuen. Vorbereitungszeit. 10 Minuten. Zubereitungszeit. 15 Minuten. Proportion I. K 140 Kilokalorien / 588 kJ. 1. Den Essig mit der Sojasanke, dem zu unbekanntes Zeichen KKA und dem Olfa mischen. Die Tintenfischringe auf ein Sieb geben J-Pfund und auftauen lassen. Das Öl erhitzen und die Tintenfischringe darin kurz und kräftig anbraten. 4. Die Soße darüber gießen, einmal aufkochen und das Ganze ca. 10 Minuten lang schmoren lassen. 5. Den Schnitt Knoblauch waschen, trocken schleudern und anschließend in feine Ringe schneiden. 6. Den Tintenfisch anrichten, mit dem Schnitt Knoblauch bestreuen und servieren. Pulspieße. Den Chinakohl putzen, waschen und in breite Streifen schneiden. Mit dem Salz bestreuen und ca. 30 Minuten einziehen las unbekanntes Zeichen Senior. In der Zwischenzeit die Zwiebeln und Pfund den Ingwer schälen und fein hacken. Die Kieliskote waschen, halbieren, entkernen und ebenfalls fein hacken. Die Knoblauchzehe schälen und mit etwas Salz zerdrücken. Alles miteinander vermengen. 4. Das Rindfleisch waschen, trocken tupfen und in Würfel schneiden. Die weißen Zwiebeln schon unbekanntes Zeichen Tetilen, den Ingwer schälen und in 8 Scheiben schneiden. 3. Den Chinakohl unter fließendem was unbekanntes Zeichen sehr abwaschen und mit der Zwiebelmischung und Salz mischen. Den Chinakohl in einen Steintopf füllen und mit Wasser bedecken. Den Kohl darin eine Woche lang zugedeckt reifen lassen. 6. Das Rindfleisch abwechselnd mit den Zwiebeln und dem Ingwer aufs Spieße stecken. In dem Öl von allen Seiten gut anbraten. Die Zwiebel und die Knoblauchzehen / schälen und fein würfeln. Die Kielische unbekanntes Zeichen Ten waschen, halbieren, entkernen und in fein unbekanntes Zeichen Mehwürfel schneiden. Die Butter erhitzen und das Ganze darin anbraten. 8. Das Currypulver und das Tomatenmark dazugeben und ebenfalls anbraten. 9. Mit der Fleischbrühe ablöschen und mit Zitronensaft abschmecken. Die Soße über die Spieße gießen und die Grillspieße darin noch ca. 10 Minuten schmoren lassen. 11 für 4 Portionen. 1 Chinakohl. 2L Salz. 3 Zwiebeln. 1 Stück Ingwerwurzel, 3 cm. 1 Kieliskote. Eine Knoblauchzehe. Salz. Für die Grillspieße. 500 Gramm Rindfleisch. 8 kleine, weiße Zwiebeln. 1 Stück Ingwer unbekanntes Zeichen. Wurzel, 8 cm. 2L Öl zum Braten. 1 Zwiebel. 2 Knoblauchzehen. 3 Kielischoten. Butter zum Braten. Seehecht. Das Fischfilet waschen und trockentub unbekanntes Zeichen fehlen. Die Knoblauchzehen und die Ingenieurwurzel schälen und beides fein hacken. 2. Das Koriandergrün waschen, trocken schleudern und ebenfalls fein hacken. Anschließend mit dem Knoblauch, dem Ingenieur unbekanntes Zeichen W und den Gewürzen vermischen. 3. Die Fischfilets damit einreiben und in Hai unbekanntes Zeichen Semöl ausbacken. Herausnehmen und warm stellen. Die Tomaten enthäuten, entkernen und / in Würfel schneiden. Die Gurke schälen und in Streifen schneiden. Die Zwiebeln schälen unbekanntes Zeichen Lehm und fein würfeln. Die Paprikaschote halbieren, entkernen und in Streifen schneiden. Das Gemüse mit dem Joghurt mischen und zu dem Fischfilet reichen. 1/2 Bund Koriander unbekanntes Zeichen Grün. 1 TL Chilipulver. 1 MSP. Kurkuma. Öl zum Ausbacken. 2 Becher Joghurt. Salz, Pfeffer. 2 Tomaten.
1/2 Gurke. 2 Zwiebeln. Eine rote Paprikaschote. Vorbereitungszeit. 20 Minuten. Zubereitungszeit. 30 Minuten. Proportion. Circa 255 Kilokalorien / 1074 kJ. 4. Den Joghurt mit Salz und Pfefferschaum erschlagen. Mit gebratenen Nudeln. Für 4 Portionen. 200 Gramm Glasnudeln. 3 L Öl. 200 Gramm Lauch. 1 L Erdnussöl. 15 Wasserkastanien, aus der Dose. Salz. Zucker. 1 TL Glutamat. 1/2 I Hühnerbrühe. Eine kleine Dose Bambussprossen, in Streifen. Eine Dose Seemuscheln / 380 Gramm Abtropf senkrechter Strichgewicht. 2 L Speisestärke. Vorbereitungszeit. 15 Minuten. Zubereitungszeit. 25 Minuten. Proportion. Circa 309 Kilokalorien / 1298 kJ. Die Glasnudeln laut Packungsanweisung in kochendem Wasser garen. 2. Herausnehmen, abtropfen lassen und in dem erhitzten Öl anbraten. Warm stellen. 3. Den Lauch putzen, waschen und in Strei unbekanntes Zeichen fein schneiden. Das Erdnussöl erhitzen und den Lauch darin anbraten. Die Wasserkastanien abtropfen lassen und mit anbraten. Die Gewürze dazu geben und das Ganze circa 3 Minuten. Pfannen rühren. Mit der Hühnerbrühe ablöschen und einmal aufkochen lassen. Die Bambussprossen und die Muscheln abgießen, abtropfen lassen und dazu geben. 7. Die Speisestärke mit 3 L Wasser anrühren, unbekanntes Zeichen rein und in die Pfanne geben. Das Garn unbekanntes Zeichen C noch circa 3 Minuten köcheln lassen. 8. Die Muscheln mit den Nudeln anrichten und servieren. Fisch mit Nudeln. Die Knoblauchzehen und die Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Den Koriander waschen, trocken schleudern und fein hacken. Alles in heißem Öl anbraten. 2. Das Salz mit dem Kurkuma, den Kokosflocken und dem Garam Masala dazugeben und mit anbraten. Mit dem Zitronen unbekanntes Zeichen Saft ablöschen. 3. Die Tomaten enthäuten, in Scheiben schneiden und dazugeben. Das Ganze circa 5 Minuten lang Pfannen rühren. A. Das Rotbarschfilet waschen, trocken ertupfen und in mundgerechte Stücke schneiden. In die Soße geben. Darin ein unbekanntes Zeichen mal aufkochen lassen und bei mittlerer Hitze circa 10 Minuten garen las unbekanntes Zeichen Senior. In einer zweiten Pfanne oder einem Prozent. Punkt F wog die Butter erhitzen und den Reis darin glasig anschwitzen. Mit 400 ml heißem Wasser ablöschen, einmal aufkochen und bei mittlerer Hitze mit verschlossenem Deckel circa 20 Minuten garen lassen. Anschließend den Fisch oben auflegen. / die Pfanne nochmals verschließen und weitere 10 Minuten garen lassen. Herausnehmen, anrichten und servieren. Für A-Portionen. 3 Knoblauchzehen einer Zwiebel. 1/2 Bund Koriandergrün. 3 L Öl. 1 TL Salz. TL Kurkuma. TL Kokosflocken. TL Garam Masala. TL Zitronensaft. 3 Tomaten. 500 Gramm Rotbarschfilet. 1 Ei. Spieß. Für 4 Portionen. 750 Gramm Thunfischfilets. 2 L süßer Reiswein. 1 MSP. Salz. 2 L Austernsoße. 1 Eigelb. 1 TL 5 Gewürzpulver. 2 TL Speisenstärke 1 TL Sojasanke. Vorbereitungszeit. Ohne Marinierzeit. 1-5 Minuten. Zubereitungszeit. 20 Minuten. Proportion. Circa 21,8 Kilokalorien / 91.